Thomas Ramil für das erste sportliche Highlight. Wackenhut Mercedes-Benz Phillies Cup. 1400 Meter auf der inneren Bahn. Alles ist startklar für unser Listenrennen. Boxentüren auf für die vierte Tagesprüfung Everest Rose. Mit einem fliegenden Start, aber Kopi kann es zunächst einmal noch besser mit Salden Lady an der Außenseite. Auch Loch Lundi direkt in einer vordersten Position. Dahinter sehen wir Rosenart. An der Innenseite Goldana, dann außen galoppierend Carantini. Zurück im Feld sehen wir Artemia mit die China, die wird auch auf Warten geritten. Und noch weiter zurück im Feld ist Sassica. So geht es die Gegenseite mittlerweile hier hinunter, gleich in den Schlussbogen hinein. Salden Lady also führt vor Kopi innen. Loch Lundi dann außen. Everest Rose, die so wirklich keine Lage gefunden hat. Dann Goldana an der Innenseite vor Carantini. Dann die Favoritin Dishina. Vorletztes Pferd ist Artemia und letztes Pferd bleibt innen galoppierend Sassica. Durch den Schlussbogen geht es bereits hindurch in Richtung der Zielgeraden. Salden Lady führt nach wie vor Loch Lundi vor Kopi innen. Dann Rosenart, Everest Rose außen. Goldana kann Carantini lässt sich anfassen. Dahinter die China, die hat noch eine Wand von Pferden vor sich. Salden Lady marschiert an der Spitze vor den drei Gästen hier aus Frankreich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Da wartet Kopi auf die Lücke, hat sie jetzt gefunden. Eddie Adorn, Salden Lady ist vorne. Salden Lady, Kopi, Everest, Rose, Loch Lundi, außen Goldana läuft ein Riesenrennen. Jetzt sind die Wertheimer Farben vorne, die ganz prominenten Wertheimer Farben. Eddie Adorn und Kopi gehen nach vorne und die werden auch gewinnen. Kopi gewinnt, ein toller Ritt von Eddie gegen Salden Lady, gegen Goldana. Wer die Wette getroffen hat, der ist jetzt richtig reich. Dann Sassica, dann erst die China, die ein unglückliches Rennen hatte. Everest Rose, dann war es Rosenart, Loch Lundi, Carantini und Artemia. Eddie gewinnt für die Wertheimer Brüder, für Chris Ferland, das erste sportliche Highlight.